Hallo, meine Lieben. Ja, was tut man, wenn man nicht schlafen kann? Man dreht ein Video. Ja, und deswegen stehe ich jetzt um kurz vor 0 Uhr hier an meinem Tisch und möchte mit euch ein Tutorial machen. Oder besser gesagt, für euch. Ja, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, dass so ein bisschen der ADC, ja, Hype, Wahn, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich in den letzten Wochen eine sehr, sehr große Leidenschaft für ADC-Karten entwickelt. Und ich habe vor kurzem schon die liebe Birgit von bivo-decowelt.de mit einer ADC-Kartenbox überrascht. Und damit möchte ich auch noch jemand anderes überraschen. Ja, und die möchte ich jetzt mit euch zusammen machen. Ich habe hier ein Grundgerüst aus Aquarellpapier, den von unserem, wo ist mein Schild? Ja. Von unserem Action. Ach so, falls jemand sich wundert, was diese Linie hier bedeutet. Diese Linie zeigt mir an, in welchem Bereich ich mich aufhalten kann, damit ihr alles noch sehen könnt. Denn ja, ich filme jetzt gerade mit dem neuen Stativ. Also, ich habe es gleich umgesetzt. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich zufrieden bin. Schauen wir mal. Weil es ist ein Dreibein-Stativ und es nimmt natürlich auch sehr viel Platz weg. Und so wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, ist es noch nicht wirklich. Naja, egal. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich habe hier den Einsatz für die eigentliche Box schon gebaut. Da werde ich euch die Maße in die Infobox mit reinschreiben, weil letztendlich ist es ganz einfach. Es sind 14 cm in der Länge und 7 cm oben in der Breite. Und in der Höhe habe ich, glaube ich, 3,5. Ja, hier mit dieser Box alleine würde das aber. Ja, das hat keinen Halt und das dient mir eben halt als Einsatz. Ich habe hier die drei einzelnen Elemente nochmal miteinander verbunden, indem ich hier einen Streifen genommen habe, der, lass mich rechnen, 7, also 6,8 cm in der Breite eben halt ist. Und 13,8 cm in der Tiefe und habe ihn dann einmal bei 3,8, glaube ich, gefalzt und auf der anderen Seite genauso, so dass ich hier einen dickeren Steg noch habe von 2 mm, weil ja dieser dieses Aquarellkartönchen ist natürlich schon ganz schön kräftig und dass sich das besser hier zusammenkleben lässt, habe ich dann eben halt diese Maße gewählt. Ja, das wollte ich jetzt aber nicht unbedingt mit euch zusammen machen, weil wie man so eine einfache Schachtel macht, ich denke mal, das weiß jeder, der hier jetzt sich dieses Tutorial eben halt vielleicht anguckt oder auch vielleicht mal nachmachen möchte, was mich natürlich sehr freuen würde. So, was ich aber jetzt mit euch zusammen machen werde, oder weitermachen werde, denn ich habe schon etwas angefangen. Auch diese Maße werde ich euch mit in die Infobox reinschreiben. Ich könnte sie jetzt nennen, aber letztendlich ist es besser, ihr könnt sie euch rauskopieren, ausdrucken und dann mit an euren Arbeitsplatz nehmen, wenn ihr diese Box nachbauen wollt. Das ist auf jeden Fall weitaus einfacher, als wenn ich euch jetzt hier irgendwelche Zahlen um die Ohren schlagen würde. Ich habe mir auch alles ganz ordentlich notiert, damit ich das dann hinterher auch wirklich machen kann. So, was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe mir den Boden ausgemessen. Ich habe immer etwas Luft gelassen und auch immer wieder kontrolliert, dass diese Box dann hinterher auch wirklich hier reinpasst, aber dennoch nicht zu viel Spiel hat. Die lege ich jetzt mal aus meinem Schwenkbereich hier. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann habe ich mir eine Blende für vorne zugeschnitten und eine Blende für hinten.
Aber ich sehe, hier ist noch ein bisschen Versandetikett drauf. Und das ist so blöd beschichtet. Da klebt dann, naja, das Papier so schlecht drauf. Deswegen, hier habe ich es auch schon weitestgehend abgemacht gehabt. Also wenn ihr sowas habt und upcyclen wollt, dann ist es immer ratsam, so eine beschichteten Papiere vorher zu entfernen. Ich mache das normalerweise immer mit dem Heißluftföhn, dass ich das, oder mit dem ganz normalen Föhn, dass ich das vorher etwas erwärme. Und dann lässt sich das meistens ganz, ganz einfach lösen, ohne dass ich dem Karton zu viel Schaden zufüge. So, wie gehe ich jetzt weiter vor? Also ich habe die Seitenmaße in einer Höhe von 9 cm, also die Seitenteile in einer Höhe von 9 cm mir zugeschnitten und mit der Tiefe. Also die Tiefe von der Bodenplatte ist auch die Tiefe der Seitenwände. Dann brauche ich die Rückwand und die muss jetzt um so viel mehr sein, wie die Seitenwände dick sind. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise, ja, das sind jetzt nicht die Originalmaße, wenn ihr jetzt eine Bodenplatte habt, die die Maße von 20 cm hat, ja, und die Seitenwände haben 2 mm Dicke, dann müsst ihr das, die Rückwand 20,4 cm zuschneiden. Ja, damit ihr das auch wirklich dann hier bündig abschließen könnt. Denn ansonsten ist eure Seitenwand zu klein. Also ihr könnt euch letztendlich entscheiden. Entweder macht ihr dieses Maßplan oder dieses Maßplan, wenn ihr die Teile für die Umrandung zuschneidet. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Aber letztendlich braucht ihr euch dann hinterher nur noch an die Maßangaben zu richten, die ich unten da reinschreibe, weil ich auch immer mit dazu schreibe, wie dick das Ausgangsmaterial sein muss. Denn wenn ich das nicht dazu schreiben würde, würde nachher vielleicht eure Box überhaupt gar nicht passen. So, also, wie gehe ich weiter vor? Da ich, da mache ich mir, dass ich mir das jetzt erstmal hier so rumdrehe. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, mir kleine Streifen immer 1 cm gefalzt und dann bei 2 cm abgeschnitten. Bei manchen Projekten mache ich es auch so, dass ich mir 1,5 cm falze und dann bei 3 cm abschneide. Das nehme ich mir jetzt und werde aber vorher hier etwas einkleistern und hier etwas einkleistern, weil ich will jetzt nicht vorher schneiden und wenn ich das hier einkleister, habe ich nirgendwo zu viel Kleber. Mache ich das jetzt hier drauf, kann es sein, dass es zu wenig ist oder zu viel. Und für sowas nehme ich auch wirklich ganz gerne den Tombow-Kleber, weil ja, da weiß ich eben halt einfach, der wählt mir das Papier nicht, was ich jetzt gerade verwende. Und der zieht eben halt unwahrscheinlich an. Also da ist dann auch nicht mehr wirklich viel mit hin und her schieben oder so. Sondern der zieht wirklich ratzifatzi an. So, das lege ich jetzt einfach hier bündig rauf. Wenn ich mit dem Tombow arbeite, habe ich immer ein Embossing Buddy in meiner Nähe, weil der Tombow, wenn er trocknet oder getrocknet ist, immer klebrig abtrocknet. So, jetzt bin ich gerade beim Reden ein bisschen ins Stocken gekommen, weil ja, ich mich natürlich auch hier etwas konzentrieren muss. So, das ist jetzt schon mal etwas fixiert. Jetzt lege ich mir das hier, klappe das nochmal ein bisschen nach oben. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert gewesen. Ich hätte das ein bisschen anders machen müssen. Aber ja, wenn die Kamera denn an ist,
So, das werde ich jetzt auch machen. Ich werde das nochmal abmachen. Ich werde mir jetzt hier den Kleber auftragen und werde mir das jetzt hier ran drücken. Und da gucke ich auch wirklich, dass das so plan wie möglich ist. Denn ja, danach kriege ich es nicht mehr ab. Außer es geht mir dann kaputt. Und das wollen wir ja nicht. So, und stelle ich das lieber mal so hin. Drücke das hier ran. Ja, das ist alles ein bisschen tricky, aber ich habe damit normalerweise die besten Erfahrungen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt hier gerade so dusselig anstelle. Hat ja vorher auch geklappt. Keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade für ein Problem habe. Scheinbar der Vorführeffekt. So. Denn man sieht es ja, ich habe es ja vorher auch gemacht. Also. So, jetzt. So. Und da nehme ich mir dann auch ein Cuttermesser. So. Upsala. Und schneide mir das hier ab. So. Hier ist mir noch ein bisschen wenig Kleber drunter. Da kann ich dann auch, wenn denn was rauskommt, nochmal nachkleben. Irgendwie ist das hier ein bisschen komisch geworden. Naja, das wird man nachher sowieso nicht mehr sehen. Von daher ist es nicht weiter tragisch. Und zwischendurch probiere ich dann auch immer noch mal, ob das dann auch wirklich alles reinpasst. Und ich sehe, wenn ich jetzt wirklich die Seitenteile hier befestigt habe, dann geht das immer noch gut rein. So, das gleiche mache ich jetzt auch hier innen drin. Aber da nehme ich mir jetzt wirklich einfach mal Pi mal Daumen. Na, nun komm schon. Ach, kann ich auch mit einem Zentimetermaß machen. Man kann nochmal nachmessen. 21 muss es mindestens sein. Wenn es nicht ganz bis hinten in die Ecke reingeht, ist es nicht weiter tragisch. Es ist ja nur wichtig, dass es eben halt dem Ganzen die Stabilität gibt, die wir brauchen. So, dann mache ich das ein bisschen länger. So, jetzt sollte das auch reinpassen. Ja, seht ihr, passt hier wunderbar rein. Das kann ich jetzt dann auch festkleben. Und so verfahrt ihr letztendlich dann auch hier innen drin mit den Innenteilen. Ich würde dann erst jetzt hier außen anfangen zu kleben, genauso wie hier. Und dann fixiere ich das hier von innen und das gleiche mache ich dann auch vorne. Und ja, wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Hallöchen. Ja, wir haben ungefähr 12 Stunden später. Wie ihr sehen könnt, ist die Kiste soweit zusammengesetzt. Es ist auch alles soweit fest. Unser Innenteil passt hier auch gut rein. Das werde ich jetzt aber erstmal nochmal rausnehmen. Denn das, was ich jetzt vorhabe, sprich das Umkleben, um hier noch mehr Stabilität reinzukriegen, das werde ich innen nicht machen. Innen wird es mit einem schönen Designerpapier verziert. Und ja, von daher werden wir uns um innen erstmal nicht weiter kümmern. Jetzt gehen wir an die Außenfassade, so nenne ich das immer ganz gerne. Und auch da bleibe ich, wir haben ja hier diese Ränder gemacht, auch da werde ich versuchen, weitestgehend unter dem Strich zu bleiben, also nicht hier oben mir diese saubere Kante zu ruinieren.
Hier oben die kleinen Ecken, da werde ich noch ein bisschen Karton raufkleben, damit man da auch den nicht mehr sieht. Mal gucken, kann ich euch das zeigen? Hier, da hätte ich noch ein bisschen anders kleben müssen, damit so eine Lücke nicht eben halt entsteht. Habe ich leider gestern Abend nicht mehr dran gedacht. Aber bei so einem Steampunk-Objekt, da ist das nicht weiter tragisch. Da kriegt man sowas immer sehr gut ausgebügelt. Was anderes wäre es jetzt gewesen, wenn ich das jetzt hätte ringsherum nur mit Designerpapier kleben wollen, dann wäre das ein bisschen doof geworden. Hätte ich mir was einfallen lassen müssen, aber auch das wäre möglich gewesen. Also auch sowas ist nicht unbedingt ein Grund, ein so ein vorgefertigtes oder angefangenes Projekt zu entsorgen. So, aber fangen wir mal an. Letztendlich ganz einfach. Ich habe mich hier aus Verpackungsmaterial, was oft in unseren Tauschpaketen, Überraschungspaketen, Versandkartons von Händlern drinne ist, klein gerissen und das knautschig. Das habe ich erstmal, also wie gesagt, das färbe ich mir immer schon vor. Das knautsche ich mir, indem ich es mir nämlich ein bisschen weicher mache. Es ist schon sehr weiches Material und trotzdem mache ich es mir noch ein bisschen weicher. Und damit das Ganze noch besser funktioniert, nehme ich meine Sprühflasche, stelle die mir auf einen ganz feinen Nebel ein und sprühe, ups, das war zu fest, das Papier hier so ein bisschen ein. Nicht viel, aber ein bisschen. Schwarz brauchen wir jetzt nicht. Es wird einfach weicher. Und es lässt sich dadurch eben halt wirklich leichter verarbeiten. Mag jetzt komisch aussehen, aber das ist nicht weiter tragisch. So, dann. Ich arbeite bei sowas ganz gerne mit einem Borstenpinsel, weil es eben keine Serviette ist. Es ist eben halt ein trotz alledem immer noch sehr festes Material. Dann habe ich hier einen herkömmlichen Bastelkleber diesmal, weil ich möchte nicht, dass es zu feucht wird und arbeite deswegen mit einem Kleber, der nicht so viel Wasseranteil hat. Und dann, ja, dann wird jetzt hier einfach. Letztendlich ist es ganz gut, vielleicht die Fläche vorher schon mal so ein bisschen einzukleistern. Vielleicht gehe ich auch ein bisschen über die. Also ich will im Quadrat hier bleiben. Mal gucken, wie mir das gelingt. Kann natürlich auch sein, dass ich es überlappend mache. So. Das hier schon mal drauf. Oh, siehst du, jetzt geht mir mein Pinsel noch kaputt. Den wollte ich nämlich vorhin festmachen und habe an der falschen, so könnte das ihn an der falschen Stelle gekniffen. Aber ja, das ist nicht weiter tragisch. Wenn wir Bastler alles so viel hätten wie Pinsel. Jetzt bin ich da oben schon ein bisschen raufgekommen. So. So, meine Lieben, ja, leider ist vorhin mein Handy ausgegangen. Ich habe mir ja, wie gesagt, so ein neues Stativ gekauft und hatte das gestartet mit dieser kleinen Fernbedienung. Und ich denke mal, dass das damit zusammenhing, dass die Kamera dann ausging. Also ich habe jetzt die Kamera ohne dieses Teil hier gestartet und bin gespannt, ob die Aufnahme weiterläuft. Ich werde das im Auge behalten. Ja, nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier weiter. Ich habe natürlich schon einiges jetzt gemacht. Kann das jetzt natürlich auch nicht mehr rückgängig machen, aber ich denke mal, das ist nicht weiter tragisch. Also, ich habe hier erstmal komplett alles mit diesen Papierfetzen ummantelt und dementsprechend ist es natürlich auch schon weitaus härter, stabiler geworden. Ich habe mir übrigens aus dem Internet diesen Cleopatra, keine Ahnung, welche Sprache das hier ist,
diesen Kleber gekauft. Der ist für Papier, Pappe, Filz, Zellophan, Marmor, warum auch immer Marmor, wählt nicht das Papier. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit diesem Klebstoff. Also kann ich nicht anders sagen. Er ist unwahrscheinlich ergiebig. Kann ich nur empfehlen. Habe ich beim großen, also bei Amazon gekauft. Ich habe ja mein Werbungsschild hier, also kann nichts passieren. So, dann habe ich alles mit dem Föhn trocken geföhnt und habe es aber trotzdem auch noch ein bisschen ruhen lassen und bin dann rangegangen und habe hier meine ganzen Elemente mittlerweile aufgeklebt, die ich hier aus meinen 3D-Molds mal erstellt hatte. Ich habe gestern Abend neue gemacht, aber irgendwie, ich weiß noch nicht, was mit dieser Masse ist. Das ist ja die Masse, glaube ich, von Ideen mit Herz, die ich da gestern verwendet habe. Und ich weiß nicht, wie lange es trocknen muss. Also ich bin jetzt nach 12 Stunden rangegangen und das war nicht gut. Ich lasse jetzt das Ganze noch bis heute Nacht oder bis morgen trocknen. Dann werden wir ja sehen, wie diese Masse dann eben halt ist. Also auch da gibt es eben halt Qualitätsunterschiede. Ja, das ist hier die Masse vom na, sag schon, von Thomas Philips. So, ich habe mir jedenfalls aus den Dingern, die ich damals, also vor ein paar Wochen, mir schon fertig gemacht hatte, ein paar Elemente rausgerissen und auch schon aufgeklebt. Ich habe hierfür einfach Pattex kleben statt bohren benutzt, weil auch dieser nicht sehr durchnässt und relativ schnell anzieht. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, hier, Pattex. Ja. Dann habe ich ganz handelsüblichen Feinspachtel, also ganz handelsübliche Feinspachtelmasse benutzt. Von Baufahren habe ich auch beim Amazon, also beim großen R bestellt gehabt. Habe ich jetzt das erste Mal eingesetzt. Auch hier habe ich einen Teil vorgeföhnt und habe dann schon angefangen, meine Buchstaben hier aufzubringen und ein paar kleine Plastikblätter plus Plastikblumen. So, ich bin aber noch nicht fertig. Ich möchte jetzt, ich habe hier noch von Kreal so eine Strukturpaste, die ist fein. Die möchte ich mir allerdings, so wie ich es auch das letzte Mal gemacht habe. Ach nee, halt, nicht wie ich das letzte Mal gemacht habe. Seht ihr, da war ich schon wieder ein bisschen irritiert, weil irgendwas riecht hier gerade verbrannt. Irgendjemand scheint ein Toastbrot oder so verbrannt zu haben. Naja, ich kann es nicht sein. Ich habe gar kein Toastbrot. Oh. So. Hier ist noch ein bisschen Restkleber drin. Das ist aber nicht weiter tragisch. Und ich werde jetzt von dieser Masse einfach, weil die sehr fein ist. Genau wie das hier. Das hat eigentlich gar keine Struktur. Also das ist eigentlich herkömmlicher Spachtel. Und da ich hier aber nicht so viele Unebenheiten haben wollte, habe ich hier eben das einfach mal ausprobiert, weil ich auch ganz gerne auf einem Objekt manchmal unterschiedliche Werkstoffe ausprobiere, um zu sehen, wie die dann eben halt, ja, sich verhalten. So, jetzt habe ich mir hier ein bisschen was reingemacht. Und da nicht jeder so einen Dekosand hat und auch da momentan nicht so rankommt, allerdings Vogelsand kriegt man überall. Nehme ich jetzt hier meinen Vogelsand, mache da aber auch erstmal nur ein bisschen rein, weil diesmal möchte ich, dass die Masse nicht ganz so stark strukturiert ist. Aber ich merke, die ist sehr flüssig, die Masse hier. Also die ist sehr feucht. Und das möchte ich eben halt nicht. Weil erstens dauert das dann ziemlich lange, bis das alles trocknet. Und ich will, dass mein Objekt eben halt nicht so durchfeuchtet wird, weil durch dieses Durchfeuchten verzieht es sich. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es war von alles schön plan.
Und jetzt gehen die Seitenwände hier so ein bisschen auseinander. Und bei meinem anderen Objekt, das zeige ich euch nachher nochmal in einer anderen Sequenz, das kippelte total. Deswegen habe ich das jetzt erstmal in meiner Küche als Teebox benutzt, weil das war mir klar, das werde ich so nicht verschenken wollen. Und da wollte ich jetzt auch erstmal nicht weiter dran arbeiten, weil, ja, weil mir da jetzt noch keine Idee gekommen ist, wie ich das auf dem Boden, also wie ich das ausgleichen kann. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass ich es vielleicht nochmal anfeuchte und dann eben halt so beschwere, dass es mir vielleicht gelingt, dass die Verformung in die richtige Richtung dann geht. So, jetzt wird das Ganze hier nämlich schon ein bisschen fester. Aber es ist immer noch nicht fest genug, es ist immer noch zu flüssig. Aber da bin ich eben halt auch vorsichtig, da mache ich lieber 3-4 Mal was rein, bevor mir das nachher zu fest wird. Klar, kann ich dann auch wieder Farbe reinmachen. Die Frage ist nur, ob ich dann das Ganze hier aufbrauche. Und ich schmeiße ja ungern weg. Und deswegen mache ich das eben halt lieber immer in kleinen Etappen. So. So, normalerweise könnte ich hier eigentlich schon schwarz einbringen und das werde ich auch tun. Ja, ich habe mir jetzt hier mal meine Flasche mit dem Schwarz geholt. Dann habe ich es nachher nicht so schwer, wenn ich das Ganze streiche, dass durch die Körnung der Masse, dass ich da alles erwische, was ich eben halt schwarz haben möchte. Und dann färbe ich mir die Strukturpaste eben halt gleich mit Schwarz ein. Und dann ist das weitaus einfacher nachher beim Streichen. Und ja, auch hier kann ich wieder nur sagen, es ist ein Projekt, was über etliche Stunden geht. Schon alleine durch die ganzen Trocknungszeiten. So, dieses Grau lasse ich jetzt aber. Ich werde aber auch das wieder mit Pinsel auftragen, weil mit Pinsel kann ich da einfach filigraner arbeiten. Ich benutze für so eine Arbeiten dann eben halt jetzt mal einen Haarpinsel. Ich will mal ausprobieren, wie das geht. Letztes Mal hatte ich ja einen Borstenpinsel benutzt. Und jetzt gehe ich auch hier wieder. Diesmal müsste das eigentlich ein bisschen besser sehen als letztes Mal. Gehe ich hier schön an den Rändern mit rein, dass ich die Masse, also das, was ich aufgeklebt habe, in die Masse einarbeite. Also, dass die Ränder praktisch unter der Masse verschwinden. Das hat den Vorteil, dass da eben halt noch weniger Möglichkeiten vorhanden ist, dass es mir dann irgendwie abgehen könnte oder so. So. Und da ich keine Pinselstriche möchte, tupfe ich dann auch einfach. So. Und das muss gar nicht jedes Mal überall ganz Dickmasse sein. Das reicht manchmal auch nur, wenn da so ganz dünn die Masse eben halt ist. Da, wo die Elemente aufgetragen sind, da möchte ich sie natürlich schön dick haben. Aber an manchen Stellen muss das gar nicht so dick sein. Ja, bei der anderen Dose, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, da ist eben halt auch das Problem, da habe ich kein Inlet-Box gemacht, sondern da habe ich das gesamte Konstrukt aus einem gemacht gehabt und habe da auch weitaus geringere Maße veranschlagt gehabt. Und das ist eben halt das Problem, dass jetzt ja nicht mehr wirklich die ATC-Karten da reinpassen. Also das ist wirklich ganz, ganz knirsch.
Und deswegen, für Teebeutel funktioniert es noch. So, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir nämlich jetzt noch Steinchen hole und hier noch ein paar Steinchen mit rein. Ja, was soll ich sagen? Die Kamera ist wieder ausgegangen. Ich habe mir aber nichtsdestotrotz trotzdem schon mal hier noch ein paar Sachen geholt und hatte auch schon ein Herzchen hier aufgeklebt. Werde jetzt hier noch ein paar andere Sachen aufkleben. Ein Schlüssel zum Beispiel. Und ja, ich benutze natürlich auch ein bisschen Klebstoff. So, ihr Hübschen. Jetzt haben wir, oder jetzt habe ich die Box so weit, dass sie jetzt erstmal gut durchtrocknen muss. Mal gucken, ob ich das hier so anfassen kann, ohne dass mir das rausfällt. Ja, ich denke mal schon. Also ich habe jetzt hier, hatte ich ja schon erwähnt, die Elemente aufgebracht. Dann habe ich die Strukturbaste aufgetragen. Habe hier nochmal so ein paar kleine Mini-Perlchen reingemacht. Obwohl ich die eigentlich ganz gerne, ja, die hätte ich später reinmachen sollen. Aber wenn nicht, kann ich vielleicht nachher nochmal, wenn die schwarze Farbe aufgetragen ist, nochmal eine Klebeschicht auftragen und nochmal zusätzlich kleine Mini-Perlen auftragen, weil ich die Farbgebung so schön finde. Hier habe ich ähnlich gearbeitet. Ich hoffe, ich kann es irgendwie einfangen. Ich habe das Gefühl, die kleinen Mini-Perlen seht ihr gar nicht. Warte mal. Mit dem Licht. Naja, egal. Letztendlich wird man es dann hinterher spätestens auf den Fotografien dann sehen können. Hier muss das auch alles noch gut durchtrocknen. Ich hoffe, das zieht hier auch noch an. Bei den transparenteren Strasssteinen sieht man es ganz gut, ob der Kleber schon durchgetrocknet ist. Hier habe ich noch einen Schlüssel aufgetragen, den Schriftzug. Hier habe ich keine Mini-Perlen gemacht. Das werde ich dann, wie gesagt, nochmal machen, weil hier war die Masse schon trocken, als mir die Idee eben halt kam. Ja, ich lasse das jetzt hier so stehen. Hier vorne habe ich nur partiell ein bisschen Strukturpaste aufgetragen. Das werde ich jetzt hier unten auch noch ein bisschen machen. Und ja, der Rest, keine Ahnung, der wird dann wahrscheinlich im Müll fliegen. Diesmal habe ich dann doch ein bisschen zu viel gemacht. Oder ich hebe mir eben halt noch ein bisschen auf und mache den richtig schwarz. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Dann für den Moment, wo ich dann eben halt hier nochmal weiterarbeite. Jetzt muss das Ganze eben halt dann ganz gut durchtrocknen, damit es auch schön gut plan steht. Also diesmal ist es mir echt gut gelungen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich hier Füßchen runter machen werde, aber das wird sich dann später im Laufe des Entwicklungsprozesses dann noch ergeben. Ja, soweit so gut. Ich melde mich, wenn ich dann mit dem Schwarz fertig bin. Auf geht's in die nächste Runde. Ich habe jetzt gut weitergearbeitet an der Box. Ich weiß nicht, ob das mit dem Licht ganz gut ist, weil ich kann es sehr, sehr schlecht erkennen hier auf meiner Kamera, ob ihr was seht. Ich habe hier kleine Elemente mit draufgebracht. Die waren aus Stoff. Die sind jetzt auch gut hart. Klar, wenn man sie bewegt, dann sieht man noch ein bisschen die rote Farbe von der eigentlichen Blume. Aber ich denke mal, das ist nicht weiter tragisch, weil da popelt ja keiner dran rum. Dann habe ich hier Buchstaben aufgebracht. Die habe ich dann gestern auch noch mal mit einer Masse überzogen, weil ich davon noch so viel hatte, dass die noch so ein bisschen mehr erhaben sind. Denn hier an der Seite ist jetzt auch alles schön schwarz, alles schön eingefasst. Die kleinen Perlen, die kommen jetzt leider nicht so raus, wie ich es eigentlich wollte. Aber da weiß ich eben halt fürs nächste Mal, dass ich sowas dann mit transparent abklebenden Kleber im Nachhinein aufbringen würde, so dass man die eigentliche Farbe dieser kleinen Kügelchen, also Perlen, es gibt ja auch so eine kleinen Mikroperlen, aber ich habe die damals alle weggegeben gehabt, weil ich zu dem Zeitpunkt damit noch nichts anzufangen wusste. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele ich davon hatte. Das war Wahnsinn. Ich hatte auch ganz viele Perlen. Aber ja, zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich nichts damit anzufangen. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr also in der Kreativphase seid, Dinge, die auch ein bisschen ins Geld gehen können und wo ihr wirklich viel von habt, packt die in einen Karton und stellt die in den Keller.
Es kann sein, dass wirklich die Zeit kommt, wo ihr euch damit nochmal auseinandersetzt und dann ärgert ihr euch, wenn das alles weg ist. Also mir ging es jetzt jedenfalls so. So, jetzt mal gucken, ob ich, ja, jetzt kriege ich hier nämlich noch ein bisschen mehr Licht rein, weil ich die Sonne jetzt im Rücken habe, wenn sie denn rauskommt. Also es ist sehr hell. Und ja. Jo, und dann denke ich mal, können wir jetzt damit beginnen. Also ich habe hier jetzt noch ganz, ganz kleine vereinzelte Pünktchen, die noch weiß durchblitzen. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt mit dem Wachsen anfangen, dann sollte sich das auch gleich gegeben haben. Ich habe jetzt hier ein Wachs Corsa Cards oder nee, Corsa Crafts heißen die, glaube ich, wenn ich es denn richtig ausspreche. Das sind einfach Gilding-Wachs. Auf Biedenwachs mit Orangenöl zum Erhalten von einem Metalleffekt auf jedem Untergrund. Polieren zu einem wunderschönen Glanz. Also ich könnte die zum Beispiel auch auf glatten Untergründen aufbringen und dann würde ich das polieren und dann würde das auch halten wohl. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht auf glatten Untergründen aufgebracht. Wir können das ja glatt mal ausprobieren. Ich habe ja hier meine Sprayflasche. Jetzt gehe ich hier mal mit dem Kupfer rein oder ins Kupfer rein. Bring das hier mal so auf. Und da ich die ja jetzt nicht brauche, lasse ich das jetzt einfach mal trocknen. Und dann werden wir ja sehen, ob sich das nachher wegwischt oder ob das irgendwie abtrocknet und fest drauf bleibt. Weil wenn da jeder Untergrund drauf steht, müsste das ja eigentlich halten. So, dann habe ich hier ein Türkis, also Kupfergold, Türkis. Dann haben wir hier noch das Gold. Und ich habe jetzt hier auch noch mal ein Vintage Rosé. Das würde ich ganz gerne auf den Blümchen ausprobieren. Mal gucken, wie es rauskommt. Ansonsten gehe ich da dann eben halt mit einem anderen Farbton, der dunkler ist, drüber. Dieses ist hier auch von der Konsistenz anders. Das ist sehr weich. Die anderen sind ja doch ein bisschen härter. Keine Ahnung, warum das bei dem hier so ist. Also, da bin ich dann auch mit dem Verteilen sehr, sehr vorsichtig. Ich wollte mir noch ein Stück Pappe nehmen. Oh nee, das ist mir zu schön. Ach, das ist immer blöd. Ich habe mir hier ganz die Restpappe hingepackt und habe dann immer Teile, wo. Nee, das ist mir zu schön und das kann ich auch nicht nehmen, aber das kann ich hier nehmen. Dabei habe ich so viele Kartons, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, aber meistens haben die dann schon die entsprechende Größe. Also hier könnte ich schon wieder, hätte ich schon wieder das Seitenteil für die nächste Box. Also krank ist man als Bastler mittlerweile. Ja, so. Und da werde ich mir nämlich jetzt so ein ganz, ganz kleines Mühchen von auf meine Platte hier machen. Und dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie das schon, wenn ich den Schimmer überhaupt doch durfte, eingefangen sein. So sieht es dann auf dunklem Untergrund auf. Und da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, ich werde das mit diesem Pinsel auftragen. Mal gucken. Ist für mich jetzt auch Probe auf Exempel, mir da wirklich nur ein ganz bisschen auf den Pinsel drauf zu machen. Ist mir schon fast zu viel. Ich glaube, dieser Pinsel, der eignet sich hierfür überhaupt gar nicht. Den wasche ich jetzt mal schnell aus. Ich habe mir dann jetzt mal meine Pinsel, die ich auch die letzten 2 Tage immer wieder benutzt habe, geholt. Das ist hier ein ganz dünner Rundhaarpinsel. Also der ist Borstenpinsel, aber der ist rund geformt. Der hier ist ja platt gemacht. War ich jetzt im Bild, ja. So, und damit werden wir jetzt erstmal nur das, was sowieso schon auf der Rose ist, verteilen. Und ich habe nämlich vor, wenn ich hier mit dem ganzen Farbgedöns fertig bin, hier noch eine Perle reinzusetzen. Eine ganz kleine Mini-Perle. So. Und wenn Krümelchen von eurem Wachs oder Farbe oder so immer pusten. Ich habe das schon mal in einem anderen Video erwähnt.
wenn ich irgendwo einen Krümel habe und ich weiß, wo der herkommt. Ich meine, in dem Fall wusste ich, wo er herkommt, aber manchmal ist es ja auch so, dass man es nicht weiß. Dann puste ich generell, weil ihr könnt euch wirklich eure gesamte Arbeit damit versauen, wenn ihr da dann halt mit dem Finger drüber geht und das wegwischt. Man denkt manchmal an so eine Kleinigkeit nicht, da ist man so im Fluss, deswegen erwähne ich es nochmal. Also nicht, weil ich denke, ihr seid Gaga. So, die Röschen haben wir. Warte mal, da ist noch eine kleine Ecke, die möchte ich auch noch, dass da ein bisschen mehr. Manchmal sind es die Details, die das Ganze ausmachen. Das war auch letztendlich viel zu viel, was ich mir hier auf den Karton drauf gemacht habe. Aber das ist nicht weiter tragisch. Ich kann das hier runternehmen und den Rest. Also ihr seht, ihr braucht davon wirklich nur minimal. Das ist sowas von ergiebig. Da habe ich wahrscheinlich in 20 Jahren noch was von. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Boxen ich mache. So, dann habe ich von diesem, von dieser Nuance, also von dieser Art, auch noch ein Grün. Und ich habe mir ja hier kleine Blätterchen rangeklebt. Die möchte ich auch in diesem Mousse machen. Und da gehe ich jetzt wirklich nur am Rand mit dem Pinsel rein. Nehme mir ein bisschen was auf die, auf das, auf die Pappe, weil hier brauche ich noch weniger. So, ob mir das dann zum Schluss gefallen wird, das wird sich zeigen. Ansonsten wird das eben halt nochmal übergeditscht, wenn mir das dann im Gesamtbild nicht gefällt. Weil das eben halt so einen anderen Touch hat, diese Farbtöne hier. Die haben ja mehr so einen, wie soll ich das sagen, wie so einen Regenbogenschimmer letztendlich irgendwo. So, wo habe ich denn jetzt hier mein Blatt gelassen? Es hat sich irgendwie aufgelöst. Wahrscheinlich durchs Trocknen ist das dann wohl irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. So. Also auch das war eigentlich viel zu viel. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie wenig man davon braucht. Jetzt werde ich den Pinsel aber hier auf meinem Lappen ein bisschen sauber machen, damit ich mir das nicht an einer anderen Stelle vielleicht nochmal weiter verteile. Dann kann diese Dose auch schon wieder zu. Ja, letztendlich hätte ich die Rosen auch mit dem Kupfer machen können. Und sollte mir das im Gesamtbild jetzt nicht gefallen, werde ich das dann auch tun. So, jetzt haben wir hier diese Zahnräder. Und ich glaube, ich werde trotzdem vorher nochmal mit dem Silber ein bisschen reingehen. Und dann erst mit dem Kupfer und Gold und vielleicht auch mit dem Bronze. Und ich glaube, ich brauche, ja, das ist jetzt so ein bisschen das Künstlerische, was man jetzt hier praktisch so ausarbeitet. Ich glaube, das Silber will ich in den Vertiefungen mehr drin haben. Aber das war jetzt auch wirklich echt viel am Finger. Das ist wirklich Wahnsinn, das Zeug, das ist... Also wie gesagt, ihr tut euch damit, ihr habt da echt Freude dran, wenn ihr mit dem Zeug arbeitet, weil ich meine, letztendlich geht auch jede Acrylfarbe. Ja, wenn ihr da sehr vorsichtig seid und den Pinsel immer gut ausstreicht, dann geht eben halt auch Acrylfarbe. So. Hier komme ich nicht wirklich ins Loch, also in die Vertiefung rein. Nehme ich mal mein
runden Pinsel. Mal gucken. Ja, da kriege ich das hin. So, jetzt haben wir hier die Kette. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie viel in diesem Pinsel drin ist, obwohl ich den wirklich nur ganz wenig angeditscht habe. Also, ich hoffe, man kann das schon gut kennen, wie das hier ja, schön rausgearbeitet werden kann. Ja, so könnt ihr das sehen. Irgendwie sieht mein Bildschirm so ein bisschen milchig aus. Ich hoffe, die Qualität ist nachher auch gut. So, dann machen wir hier auch nochmal. So. Dann haben wir hier noch das andere Zahnrad. Weil ich jetzt nicht so viele Zahnräder und sowas gemacht habe. Ja, das bleibt nicht so krass. Das wird nachher noch ein bisschen anders abgedämpft. Aber das seht ihr dann zum Schluss. Ich werde jetzt erstmal hier weitermachen und dann sehen wir uns, wenn ich fertig bin. Ja, hallihallo ihr Lieben. Wir sind dann jetzt auch mal durch. Oder ich bin durch. Ich sage mal wir. Aber ja, wenn man das Tutorial nachmacht, dann wären wir jetzt durch. Denn die Box ist fertig. Ich zeige sie euch mal. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Ich hoffe, es kann man dann so besser sehen. Ich hatte die Sequenz nämlich schon einmal aufgenommen und das sah dann mehr als bescheiden aus. Also, wir haben jetzt hier die Rückseite. Wir haben hier die Vorderseite, die Seite 1. Und wir haben hier die Seite 2. Und wir haben hier das Objekt von vorne. Ja, von innen, wenn ihr guckt, habe ich jetzt noch schwarzen Karton geprägt und habe diesen dann eben halt auch noch ein bisschen eingefärbt. Das Innenfach geht jetzt nicht mehr raus. Also das Weiße muss jetzt leider weiß bleiben. Ich würde bei der nächsten Box, wenn ich sie in diesem Stil mache, dann auch schwarzen Karton verwenden, weil es dann eben halt doch noch harmonischer ist. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon, damit ihr auch seht, wofür, ein paar kleine Aufleger zugeschnitten. Und das hier sind dann eben halt die Rohlinge, die auch hier wunderbar reinpassen. Und deswegen sage ich ja, ihr müsst die Fächer auf jeden Fall 7 cm breit machen, weil ansonsten passt das nicht. Ja, und hier auf der Seite können dann die fertigen rein. Also, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Freude an meinem Tutorial oder an meinem Schritt für Schritt vorangehen, wie man so eine schöne Box eben halt bastelt. Wenn jemand noch mal ein paar Ideen hat, was Lichtverhältnisse beim Film betrifft, dann könnte er mir dazu mal ganz gerne einen Ratschlag geben, weil ja, ich habe jetzt hier hinten das Tageslicht von meiner Balkontür und überall sind die Schatten und irgendwie ist das noch nicht so das Wahre. Ich habe hier jetzt zwar, warte mal, wo ist mein Finger da, jetzt hier eine Tageslichtlampe zu stehen, weil seht ihr hier, denke ich mal, auch diesen Lichtunterschied. Aber das ist ja nun auch nicht Sinn der Sache. Und dann macht nämlich das Film auch noch weitaus mehr Spaß, wenn man eben halt wirklich auch weiß, dass der Zuschauer alles erkennen kann. Ich sehe das manchmal nämlich auf der Kamera, wenn ich hier stehe, nicht unbedingt. Und zumal ich auch noch eine Brille aufhabe, das hatte ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt, dass ich eben halt auf der Nähe meine Brille brauche und wenn die Kamera oder so das weiter weg ist, dann erkenne ich kaum was, was da auf dem Monitor zu sehen ist. Ja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und ich bin gespannt, was ja die Beschenkte zu dieser Box gesagt hat. Und tschüss, sagt euer Kreativfalter.